Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, wir treffen uns heute wieder zu einem Livestreaming der Brucker Brücke, FFB aktiv. Wir sind hier alles Menschen, die sich in der Gesellschaft für irgendetwas engagieren. Ich stelle jetzt mal uns, so gut es geht, in kurzen Worten vor und dann wird die Diskussion alles weitere ergeben. Wir haben hier von Ausgehetzt und Unteilbar die Heike und wir haben den Nils hier und die engagieren sich für eine offene und freie Gesellschaft, Solidarität und Menschenrechte gegen Hass und Gewalt. Unser Bündnis ist aus der Demonstration vom letzten Jahr heraus entstanden. Wir hatten ja letztes Jahr die Ausgehetzt gemeinsam gegen die Politik der Angst-Demonstration am 22. Juli und da waren 50.000 Menschen auf der Straße. Und wir haben uns dann Ende letzten Jahres gedacht, dass wir daran natürlich anknüpfen müssen, dass wir da weitermachen müssen. Es waren 163 Organisationen, die damals unterschrieben haben und unterstützt haben. Und daraus haben wir dann ein Bündnis jetzt gegründet. In diesem Bündnis sind inzwischen 42 Organisationen. Wir haben Commitments. Diese Commitments muss jeder der Bündnispartner jetzt quasi unterschreiben bzw. sich dazu bekennen. Und in diesen Commitments geht es eben sehr viel um Solidarität, offene Gesellschaft, dass wir natürlich jede Art von Diskriminierung und Hetze ablehnen. Es geht auch darum, dass wir die Hierarchisierung sozialer Probleme ablehnen. Wir sehen eben, dass die Gesellschaft zusammenhalten soll, dass es nur miteinander geht und nicht gegeneinander und es keinen Sinn macht, uns gegeneinander auszuspielen. Und ja, das wird sowohl in Bayern als auch in Deutschland als auch mittlerweile europaweit benötigt. Letztendlich geht es uns ja eben auch darum, andere Aktive kennenzulernen, sich eben zusammenzuschließen, sich auszutauschen. Sensibel sein in der Erfahrung, in der sozialen Erfahrung, in der Umwelt. Dazu bedarf es Zivilcourage, damit man also den Mut hat, in der S-Bahn oder wo es auch immer sein sollte, wenn man merkt, hier ist eine akute Diskriminierung, jetzt ist es Zeit, dass ich eintrete und den Mut habe zu widersprechen. Wie wird diese Zivilcourage eigentlich gelehrt? Ich sehe es tatsächlich im Moment ein bisschen schwierig und habe Sorge, dass das in den Schulen vielleicht nicht unbedingt tatsächlich immer weiter vermittelt wird. Ich glaube aber, dass es eben sehr unterschiedlich ist. Bei meinem Sohn sehe ich jetzt, dass die Werte durchaus vermittelt werden, also Umgang mit der Natur, Solidarität, das wird in der Schule vermittelt. Zivilcourage sehe ich nicht. Ich habe interessanterweise viele aus dem Bündnis kennengelernt bei einer Veranstaltung, die oft angeboten wird von einer Gruppierung Aufstehen gegen Rassismus. Die bieten ein sogenanntes Stammtisch-Kämpferinnen-Seminar an, wo Zivilcourage konkret im Einzelfall gelehrt wird. Und das ist sehr praktikabel, da lernt man sehr viel dazu, kann man auch gerne mehrfach besuchen, dann wird man sich sicherer. Also kann ich jedem nur empfehlen. Zivilcourage heißt ja nicht unbedingt, dass man sich selber in eine gefährliche Situation bringen muss oder sollte, ganz und gar nicht. Aber das ist vielleicht dann auch genau der Punkt, dass eben, wie es Aufstehen gegen Rassismus ja auch tut, gelehrt wird, wie kann ich Zivilcourage leisten, ohne Gefahr zu laufen, dass ich deswegen verprügelt werde oder sonst wie mich in irgendeine Gefahr begebe. Und das ist ja dann eigentlich auch das Wichtige, was vermittelt werden sollte. Und es geht bei der ganzen Geschichte ja auch nicht nur darum, in einer konkreten, gefährlichen oder prekären Situation, zum Beispiel in der S-Bahn, zu reagieren, sondern es geht auch darum, eigentlich immer empathisch zu sein und immer sich Gedanken zu machen, auch über das eigene Verhalten. Also was in meinem Verhalten ist denn vielleicht diskriminierend oder rassistisch? Vielleicht sage ich manchmal Dinge, die andere verletzen könnten. Und dafür muss ich offen sein, dafür muss ich immer offen sein und muss mein eigenes Verhalten einfach auch hinterfragen können. Sie sind also eine Befürworterin von GFK, gewaltfreie Kommunikation. Ja, sehr. Steht, ist eines unserer Commitments. Es erinnert mich jetzt manches, wenn du von Empathie sprichst, daran,
wie leicht es doch eigentlich Staaten haben, wenn sie ihr Militär aufstellen, wenn sie Kriege führen. Wie leicht haben es Staaten, dass sie ihre Soldaten auf andere lossetzen können. Die Bundeswehr hat Zugang zu unseren Schulen, wird zum Teil eingeladen. Dieser Boden wird bereits vorbereitet bei Jüngeren. Und dass die Leute dann, wie wir das beim letzten Mal haben, mit Freude in den Krieg ziehen, das halte ich für ein Gerücht. Die Menschen, die auf dem normalen Arbeitsmarkt wenig Chancen haben, haben eine Chance beim Militär. Und dort werden sie entsprechend aufgenommen und auf diese Aufgaben vorbereitet. Wenn man mal in das US-Fernsehen reinschaut und dann wird eine Aktion des US-Militärs vorbereitet, dann werden die Frauen der Soldaten befragt und dann sagen die vor laufender TV-Kamera, dafür wurde ja mein Mann trainiert. Das heißt, die Vorbereitung beginnt relativ früh und wird dann akzeptiert. Ich weise darauf hin, die Zahlen sind eigentlich bekannt, dass es mehr Suizidsoldaten unter dem amerikanischen Militär gibt, die den Irakkrieg mitgemacht haben, als sogenannte gefallene US-Soldaten. Also was die Bundeswehr da gerade macht, auch mit ihrer Werbekampagne Gas, Wasser, Schießen, finde ich, also finde ich völlig indiskutabel. Also da muss ich echt sagen, also da frage ich mich wirklich, wer für sowas bitte gezeichnet hat, weil das hat auch eine geschichtliche Ignoranz, die damit getragen wird, das finde ich schon krass. Und wenn jetzt die Bundeswehr als Institution noch nicht mal bereit ist, bei solchen Kampagnen ihre Wortwahl bitteschön zu überdenken und dabei auch mitzudenken, was in diesem Land vor 70, 80 Jahren passiert ist, dann muss man sich halt schon echt Sorgen machen. Auf jeden Fall steht die Bundeswehr für unsere Werte, für unser Grundgesetz ein. Und dazu gehört nicht Gas, Wasser, Schießen. Mhm. Also ganz bestimmt nicht. Und das sollte Ihnen eigentlich bewusst werden. Da fehlt es dann, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen an der Bildung innerhalb der Bundeswehr. Young and Old for Future war ja eine Überlegung, wie können wir als ältere Menschen, und hier sitzen ja meistens doch, mit Ausnahme von heute, ältere Menschen, wie können wir die Jugend unterstützen? Wie können wir unseren Beitrag leisten? Wäre jetzt mal für mich ein Aufruf an die Diskussionspartner hier, was können wir machen? Wenn wir also versuchen, gemeinsam für dieses Ziel zu kämpfen, müssen wir schauen, dass wir halt nicht nur die Schüler, die ja schon auf der Straße sind, sondern dass wir uns auch selber motivieren in dieser Hinsicht. Und ich glaube, dass Young and Old for Future eine Möglichkeit wäre, um jeden Menschen, der schon aus der Schule heraus ist, mit zu motivieren, da auch hinzugehen, gemeinsam mit der Jugend diese Demonstrationen zu machen. Überall an den Arbeitsplätzen auch mal zu überlegen, ja, was ist denn eigentlich Demokratie, wie kann ich sie wahrnehmen und wie kann ich verhindern, dass das so weitergeht, denn die machen diesen Planeten kaputt. Und wir in Fürstenfeldbruck sollten uns auch überlegen, etwas zu tun in der Hinsicht. Bei der Frage von der älteren Generation, da geht es ja um Gesundheit, da geht es um betreutes Wohnen, da geht es um Inklusion, um Barrierefreiheit, um tausend Sachen. Es ist vor allem so, dass wir diesen Planeten nicht in Europa ausbeuten. Also wir beuten den Planeten hauptsächlich zum Beispiel in Afrika aus oder halt generell im globalen Süden. Und die Menschen im globalen Süden sind auch die Leidtragenden im Moment unserer Ausbeutung. Also was bringt ein genossenschaftliches Denken in Deutschland oder vielleicht in Europa, wenn wir nicht die Bevölkerung im globalen Süden mit einbeziehen, denen wir gerade unsere Lasten aufbürden. Genau. Und da kommt's auch, da schließt sich dann auch wieder der Kreis, weil da kommen dann halt auch wieder Fluchtursachen und so weiter mit ins Spiel. Und da kommen dann die Sachen auch wieder zusammen. Genau. Und das ist natürlich eine. Und da kommen halt auch wieder zwei Punkte mit ins Spiel. Das eine ist die eigene Verantwortung, was ist mein Verhalten, wie muss ich mein Verhalten, mein Konsumverhalten auch ändern, um diese,
diese Externalisierung der Ausbeutung nicht weiter zu unterstützen. Aber natürlich ist da auch Regierungsverantwortung ganz stark gefragt, weil nur alleine das private Konsumverhalten löst die Probleme natürlich auch nicht. Und das ist halt etwas, wo man sagen muss, das ist gut, dass die Fridays for Future da die Aufmerksamkeit so krass drauf gelenkt haben. Das ist super, weil ich glaube, sie haben was bewirkt in der Aufmerksamkeit. Bei vielen Personen auch, die jetzt vielleicht tatsächlich drüber nachdenken, ob man fliegen muss oder nicht. Aber was das Regierungshandeln angeht, fehlt es halt leider noch. Was können wir Alte tun für die Jugend? Ich denke, da ist Vorbild sein. Das sollen wir ja eigentlich als Erwachsene für unseren Nachwuchs. Das heißt, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wir müssen schauen, was wir tun. Das Zweite ist natürlich die Information. Da macht im Moment natürlich Fridays for Future, da macht die Jugend uns derzeit was vor. Veränderung muss Spaß machen, habe ich gehört, oder? Genau. Ja. Das wäre so das Resümee. Das ist es, ja. Ja. Das finde ich gut. Also dem kann ich nur zustimmen, solange wir mit bitterer, saurer Miene unsere Themen vortragen und dann auch aufdringlich werden, haben wir keine positive Resonanz. Das geht gar nicht. Und bei jungen Leuten erst recht nicht. Ja, also Bäume für Menschenrechte wurde ja schon mal bei unserem letzten Zusammentreffen angesprochen. Und das Thema ist Menschenrecht. Sie sind entstanden in einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als man die Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg noch deutlich vor Augen hatte. Sie waren allen noch präsent. Die Menschen, die diese Menschenrechte formuliert haben, für die waren sie noch präsent. Und sie haben dann versucht, diese Erklärung zu formulieren. Und ich habe gelernt, dass diese Erklärung mehr ein Appell ist. Sie hat keinen gesetzmäßigen Charakter. Wo beginnen die Menschenrechte? Und jetzt komme ich gleich auf das Nürnberger Modell. Institutionen, Privatpersonen, wo auch immer, quer durch die Gesellschaft, einen Artikel aus den Menschenrechten wählen und diesen Artikel an einem öffentlichen Ort dann aufstellen in der Form eines Baumes. Und neben dem Baum gibt es dann einen Stein, einen Findling. Und auf diesem Findling steht der Artikel in Deutsch und, was ich sehr interessant finde, in einer Fremdsprache, um auch die Verbundenheit herzustellen mit diesem Artikel, der dort genannt wird. Ich möchte ein paar Beispiele geben, ganz konkret. Bildung ist ein Thema, aber das nehmen die Nürnberger ganz genauso auf. Deshalb plädiere ich dafür, hier vor Ort ein Menschenrechtsbüro im Rathaus, im Jugendamt, im Landratsamt, im Brucker Forum, in der Caritas, im Kreis Jugendring, in der Brucker Bühne als Veranstaltungsforum. Und als Standorte für Bäume, die Nürnberger betonen, dass die Bäume im öffentlichen Raum stehen sollen, dass sie sichtbar sind. Und sie sind keine Denkmäler, sie sind eine Aufforderung zum Denken. Denkmal kann man ja auch in zwei Worten und klein schreiben, dann kommt man der Sache schon ganz nahe. Standorte vielleicht hier in Fürstenfeldbruck wären die Kirchen, auch die Moscheen, die Schulen, die Kindergärten. Geschwister-Scholl-Platz bietet sich sofort an mit diesem Hintergrund dieses Namens. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir, wenn wir so etwas aktivieren, brauchen wir Geld. Und dieses Geld gibt es. Man muss es nur abrufen. Die Nürnberger haben das getan, zum Beispiel beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, beim Europäischen Sozialfonds. Und wenn wir die Kommune für unsere Idee begeistern könnten, könnte die auch etwas unterstützen. Eine Sache, wenn ich es gleich ergänzen darf, ist die UN-Kinderrechtskonvention. Ja. Die ist, erstaunlicherweise muss ich sagen, mit der höchsten Quote anerkannt worden, mit 193 Ja-Stimmen. Die einzige Gegenstimme war die USA. Und diese Kinderrechtskonvention ist in allen Ländern ratifiziert. Sie ist also auch in der Bundesrepublik gültiges Recht, nationales Recht.
Und von dieser Kinderrechtskonvention, wenn man das so überträgt, profitieren die Flüchtlingskinder. Sollten sie. Ja, sollten sie. Und jetzt mache ich das Fragezeichen auch in den Ankerzentren. Nein, also mir fehlen tatsächlich die Worte an der Stelle für das, was in dem Bereich tatsächlich passiert. Es ist eine Katastrophe, weil tatsächlich gerade Kinder und gerade, weil sie es ansprechen in den Ankerzentren, also wirklich ihre Rechte, ihre Menschenrechte, Kinderrechte beraubt werden. Wenn man sich überlegt, dass es in Deutschland Kinder gibt, die nicht zur Schule gehen dürfen, obwohl sie A, ein Recht darauf haben, weil sie ein Recht auf Bildung haben und B, wir ja eigentlich auch eine Schulpflicht haben, davon mal ganz abgesehen. Und dass sowas hier geschieht, und zwar hier vor Ort und gerade hier in Fürstenfeldbruck ja auch sehr präsent, das ist unfassbar. Und ich finde es auch tatsächlich unfassbar, wie wenig Menschen da tatsächlich mit Empörung reagieren, wie sehr wir solche Dinge schon einfach hinnehmen. Da werden so viele Rechte angegriffen, Recht auf Bildung, und auch der Rechtsstaat wird an der Stelle angegriffen tatsächlich. Und auch das Diskriminierungsverbot wird da angegriffen. Insofern ist das natürlich eine super Aktion. Ich wünschte wirklich, es würde mehr Menschen bewusst gemacht werden. Ja. Und auch mehr Menschen, die tatsächlich auch in Regierungsverantwortung sind, was auch in unserem Grundgesetz drin steht. Das wäre auch schon schön, wenn sie da ab und zu mal reinschauen würden. Es stehen tolle Sachen dran. Also ich erinnere an der Stelle immer wieder gerne an den ersten Artikel im Grundgesetz, nicht an den ersten Absatz. Der erste Absatz, die Würde des Menschen ist unantastbar, den kennen sehr viele. Den zweiten kennen dann nämlich schon weniger. In diesem Absatz steht drin, dass wir uns als deutsches Volk, so steht es halt im Grundgesetz, verpflichten, den Menschenrechten verpflichten, und zwar zum Frieden und der Gerechtigkeit in der Welt. Das ist ein Auftrag, den wir da bekommen haben. Also das Grundgesetz und Menschenrechte sind nicht immer nur für uns und etwas, worauf wir bestehen, zu unserem Gunsten, sondern natürlich auch eine Verpflichtung, die wir eingehen, und wir sind auch in der Lage, dafür auch einzustehen. Also wir sind gerade dabei, wieder unsere Grundrechte abzugeben, unsere Demokratie zu verspielen. Und leider ein Großteil der Bevölkerung schaut dem einfach in Ruhe zu, ohne es zu merken, zum Teil sogar zu dulden oder zu befürworten, unter dem Aspekt, alles sicherer zu machen. Welche Grundrechte geben wir dann ab? Zum Beispiel das Recht auf Informationsfreiheit. Mhm. Also die Zugriffe der Polizei und der Nachrichtendienste werden immer weitgreifender, greifen immer tiefer in die Persönlichkeit ein, in die Persönlichkeitsrechte, und werden weiterhin verkauft als das muss sein, damit Deutschland sicherer wird. Und wir haben ja so eine große Unsicherheit. De facto nehmen die Verbrechen immer mehr ab, die Aufklärungsrate wird immer höher, aber unsere Grundrechte werden weiter beschnitten. Auch hier ist noch viel zu tun, denn hier ist, glaube ich, das Bewusstsein der Bevölkerung noch nicht so weit geschärft, als dass die Leute sich bewusst sein, wie viel Demokratie sie Stück für Stück abgeben, die ihnen aber da angepriesen wird als Sicherheit.